Hallo, willkommen zur nächsten Runde. Ich habe ein paar neue Infos, metamäßig. Machen wir aber erstmal das hier: 80.000 Mann, 100 Panzer, ja, alles nicht die Welt. Die Achse nochmal 40.000 Mann aufs Feld geholt, jetzt erst richtig. Es geht ja darum, was die Achse machen wegen Theaterboxen leer fegen, wie so irre. Erstmal, wir haben von einem Entwickler einen Kommentar in dem Forum gefunden, also ein Zuschauer hat mir es zugeschickt, vielen Dank dafür nochmal. Wonach, wenn man die Theaterboxen voller macht, der Entwickler gemeint hat, dass die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass man diese positiven Ereignisse bekommt im Sinne von Victory Points und APs. Ich gehe mal davon aus, dass es das auch dafür gilt, wenn die geringer sind. Ja? Also bei 80% zum Beispiel würde man auch eher diese negativen Ereignisse bekommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil er, glaube ich, nur die positiven frei gesagt hat. So, jetzt aber die Frage: Was ist mit den Achsen los, dass sie das alles leer machen, das Zeugs? Es gibt jetzt die Theorie im Discord, da wurde jetzt fleißig drüber diskutiert im Witty2-Channel von meinem Discord, dass die Achse eventuell vorhat, also es gibt diesen High, also das mit den Siegbedingungen ist so ein Ding, ja. Es ist wirklich, also ich weiß nicht, wer das Kapitel geschrieben hat, aber die Idee bei den Siegbedingungen ist ja, dass die Deutschen im ersten Zug, also in den ersten Runden, wo sie ihre Initiative haben, die haben sie noch, diese sogenannte Axis High Watermark hier generieren, ja. Das sind also Siegpunkte. So ein Highscore sozusagen, die höchste Siegpunktzahl, die sie irgendwann hatten, die kann auch nie wieder fallen, ja? Also wenn sie jetzt zum Beispiel noch über die 636 kommen, die haben inzwischen ja weniger, im Moment sind wir bei 618, ne? Aber wenn sie halt irgendwie noch da drüber kommen, dann sagen wir, würden jetzt den Stalingrad erobern, das ist glaube ich 30 Punkte oder sowas, müssen wir gleich mal gucken. Ja, Moskau wären zum Beispiel 60 Siegpunkte, so, wenn sie jetzt Moskau jetzt erobern würden, dann hätten sie 678, genau, 678 Siegpunkte, das heißt, das würde dann ansteigen und das würde auch nie wieder weggehen, dieser Anstieg. So, und wenn jetzt die Initiative wechselt, ja, also die wechselt entweder, wenn wir 10% dieser Siegpunkte von denen schaffen. Also ich glaube, dass das vom High Watermark ist, sonst macht das ja, glaube ich, keinen Sinn. Ne? Das heißt also, wenn wir irgendwie 64 Siegpunkte uns irgendwie holen statt Eroberung oder wie auch immer, oder jetzt eben durch diese Victory-Point-Ereignisse, dann wechselt die Initiative, was, glaube ich, gar keinen Einfluss auf gar nichts hat. Weil die Siegpunkte, die wir jetzt kriegen, können wir auch schon. Also wenn wir jetzt Siegpunkte machen, haben wir die ja auch schon, ja. Weil alle Siegpunkte, die Achsen jetzt machen, werden negative Siegpunkte für die Achsen und positive für uns. Ja? Also eigentlich hat der Wechsel keine Bedeutung, außer dass die Deutschen, glaube ich, nicht mehr den High Watermark hochbringen können, was sowieso nicht mehr passieren wird. Und das ist eigentlich völlig wurscht, die Bedingungen da unten, nur verwirrend. Das ist zumindest mein Verständnis im Moment. So, worauf ich aber hinaus will, ist, die Deutschen haben jetzt diese Siegpunkte hier vorne. Ja? Das heißt also, wie die Siegpunkte sich jetzt entwickeln, kann denen völlig Latte sein. Denen geht es jetzt nur noch darum, dass die Russen, also dass wir, nicht diese Siegpunkte im Spielverlauf knacken. Und es gibt wohl zwei Sachen, wie wir jetzt gewinnen können. Das eine ist, wir erobern Berlin, dann haben wir automatisch gewonnen, glaube ich. Und die andere ist halt, dass wir die Siegpunkte knacken. Und diese Siegpunkte knacken, das wollen sie halt jetzt verhindern. Und deren Strategie, das zu verhindern, ist anscheinend hier vorne die ganzen Siegpunktstädte zu halten. Ja? Also das sind wohl alle Siegpunkte, die es auf der Map gibt. Das heißt, sie wollen diese Siegpunkte halten und dafür opfern die halt diese Siegpunkte, die jede Runde bluten. Ja? Also diese Ereignissiegpunkte. Genau, und diese Raids kommen natürlich dazu, ne? Diese Raids kommen natürlich auch dazu, weil die die Theater ignorieren, ne? Hier zum Beispiel, sowas hier, ne? Diesen Siegpunkt haben sie jetzt verloren, weil sie eben zu wenig Soldaten in Italien stationiert haben, ne? Und so geht das halt weiter, die ganze Geschichte. Jetzt kommt eine Chain Reaction nochmal. Ah, ne, jetzt eine echte Reaktion. Okay, ne? Aber diese verlieren sie halt dadurch. Und die sagen halt jetzt mit fast absoluter Sicherheit, dass die Siegpunkte, die sie hier Woche für Woche verlieren, dass sie nicht annähernd so hoch werden, so klingt das auch, wenn die chatten im Discord, nicht annähernd so hoch wahrscheinlich werden, wie eben den Städteverlust, den wir jetzt hier hätten, wenn wir im Winter die angreifen würden und die hätten nicht alle Truppen aus den Theatern geholt. Nicht alle, das ist bis 80% gedeckelt, glaube ich. Ne? Also, die haben 20% der Westeuropa-Truppen mehr hier. Ja, und dann halten die das. Also, die haben gesagt, die würden im Winter oder überlegen das wahrscheinlich, dass sie im Winter die ganzen Siegpunkte verlieren würden. So, das ist die ganze Logik dahinter. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage, aber das wird die Logik dahinter sein. Ne? Und wenn wir jetzt nur bei den Siegpunkten gucken, ich glaube, von der Anzeige ist das jetzt so, wenn das rote sind, der Siegpunkte, die das für uns wert ist. Also im Moment ist zum Beispiel Stalingrad 30 Punkte wert, ja. Wenn die Achsen das erobern, können die noch 6 Punkte machen. So muss man es, glaube ich, lesen. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel Kharkov zurückerobern, dann können wir auch 6 machen, wenn das vor einem historischen Datum ist. Sonst liegt das halt runter. Ich glaube aber, dass wir trotzdem 10 Siegpunkte bekommen, auch wenn das blau angezeigt wird. So, wenn wir also die Siegpunkte ausrechnen, die sie jetzt hier mit dem Halten haben. Sekunde. So, also das sind 204 Siegpunkte hier vorne. Wenn ich jetzt unterstellen würde, dass die hier dass wir Leningrad zurückerobern, dass wir Sewastopol zurückerobern, dass wir die Siegpunkte alle dazu, also die Bonuspunkte zeitlich holen und dass wir diese ganzen kleinen Städte hier zurückholen, alle, ja? Ich weiß nicht, ob ich Kiew dabei hatte.
Aber ne, ungefähr in dieser Größenordnung ist das dann. Also, nochmal, ne, also ist die Frage jetzt, eine Stadt mehr oder weniger oder ein Bonuspunkt oder drei mehr oder weniger, also um die 200 Punkte, davon sprechen wir, an Siegpunkten ist das. Das heißt also, diese 200 Punkte haben sie halt Angst zu verlieren und deswegen tun sie diesen langsamen, dieses Ausbluten jede Runde hinnehmen, was halt Industrie, Manpower, bei denen vernichtet würden, die langsamen Siegpunkte und APs die ganze Zeit regelmäßig verlieren. Und wenn sie halt jetzt jede Woche, man kann das hier so ein bisschen sehen, also diese Woche haben sie einen Siegpunkt verloren. Ich glaube, letzte Woche waren zwei Siegpunkte, ja. Also wenn sie jede Woche, sagen wir mal, keine Ahnung, wenn man von zwei Siegpunkten einfach mal ausgehen, ja, das wäre, glaube ich, ein guter Mittelwert, dann könnt ihr das ja ausrechnen. Es gibt jetzt noch 100, ich glaube, 140 Runden gibt es noch. Dann sprechen wir von 280 Siegpunkten, wenn wir von diesem Ratio ausgehen. Ich glaube tatsächlich, dass das viel, viel schlimmer werden wird, weil die Anforderungen an die Theater immer höher werden, im Sinne von, weil die Soldaten, die vor Ort jetzt zurückgeblieben sind, höhere Verluste erleiden werden und weil die Ereigniskette natürlich, ne, wenn die jetzt die Alliierten landen und so, das verschlimmert die Verluste. So, von daher glaube ich, wenn sie das jetzt wirklich darunter ticken lassen, 140 Runden zu je zwei Siegpunkten, und ich denke, wie gesagt, dass es sehr viel schlimmer werden wird, dann hätten sie, weil diese Städte jetzt hier vorne sind einen Wert von 200 Punkten, nämlich ungefähr, ne, ganz grob überschlagen habe. Dann ist das einfach ein Spiel, wo sie im Prinzip abgeben, ja, an Punkten. Also wenn man das rechnerisch spielen will. Ich finde das sowieso, das geht da wieder ein bisschen Game in die Richtung, aber wenn es jetzt nur um die Siegpunkte geht, man macht das ein bisschen rechnerisch, glaube ich, haben sie sich für die schwächere Strategie entschieden. Und was die Kampfkraft angeht, ist natürlich auch, sie haben jetzt mehr Kampfkraft auf dem Feld, aber dann natürlich im nächsten Jahr viel, viel weniger, weil alles kaputt gemacht wird in der Backline, ne? Und das macht es uns natürlich einfacher, schneller vorzurücken. Und wir müssen ja dann nur, wenn sie super schwach sind, nach Berlin gehen, um zu gewinnen. Also von daher ist das, glaube ich, die falsche Strategie, hätte ich jetzt gesagt. Ich wäre sogar so weit gegangen und hätte gesagt, an deren Stelle wäre es vielleicht besser gewesen, nicht dieses langsame Ausbluten zu machen und alles nochmal auf Stalingrad zu werfen. Das sind ja potenziell 36 Siegpunkte. Ja, vielleicht sogar hier hinten irgendwas, einen dieser Punkte. Ja, also da unten, das lohnt sich wahrscheinlich wirklich nicht mit dem Öl, kommt drauf an. Also mit diesen Highscore halt wirklich zu erhöhen, das wäre, glaube ich, die starke Strategie gewesen. Das ist ja, was das Spiel auch belohnen möchte. Gerade auch, wenn man Moskau kaputt macht, hat man den Vorteil, also wenn man nicht kaputt, man muss ja nur in die Nähe kommen, dass das Hub vernichtet wird. Ne? Das ist ja auch nochmal interessant, das ist keine National Source mehr, die im Zentrum ist, dann kommt das alles von dem Arsch der Welt da hinten angefahren, das Zeug. Ne? Das hat ja auch nochmal einen anderen Wert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist auf jeden Fall die Strategie wahrscheinlich, das sind die Zahlen dazu und die Wahrscheinlichkeiten, die ich mir denke. Und jetzt gucken wir, was passiert ist, ganz grob. So, große Offensiven wieder. Macht sich hier Mühe mit Leningrad. Obwohl ich bei Leningrad gar nicht sicher bin, warum der Dread sich da so eine Mühe gibt. Weil tatsächlich, wenn es nach Siegpunkten geht, wir kriegen dafür ja nichts, wenn wir es früher oder später erobern. Es gibt da kein historisches Rückeroberungsdatum mit Bonuspunkten. Also könnt auch sagen, er ignoriert das da oben und pusht einfach mit den Truppen, die da oben sind, hier unten einfach rein. Und da kriegen wir ja Bonuspunkte, ne? Also hier zum Beispiel würden wir 6 Punkte kriegen. Da gibt es keine, da kriegen wir nur die 30 Punkte zurück, aber ob wir die jetzt holen oder in 2 Jahren holen, ist völlig wurscht, hätte ich gesagt. Klar kriegen die ein bisschen Nachschub da oben rein, aber das kriegen die hier unten auch, ne? Also vielleicht wäre ein Push hier drauf viel lukrativer von den Siegpunkten. Aber ja, keine große Sache. Das ist, glaube ich, eine Frage der Ehre da oben. Genau, also da wird es auf jeden Fall, ist es am Krachen schön, man sieht, dass er Boden gut macht. Generell scheinen wir jetzt jede Woche auch Boden gut zu machen. Also das sind ja jetzt wirklich. Man erinnert sich an die Zeiten, wo wir 0 Schlachten gewonnen haben. Inzwischen ist es so, dass wir jede Woche ganz, ganz viele Schlachten gewinnen, ne? Und wirklich kontinuierlich vorrücken. So, apropos vorrücken, hier gab es diese Gegenoffensive, da habe ich ja mich gesagt, das ist ja ein bisschen Suicide, wenn er da steht und wurde auch direkt ausgerottet sozusagen. Aber es sind natürlich die Panzer, die hier vorne sind, Dänemark, okay. Die Fahrzeuge oder was hier alles ist, Alpini mit den Skien, das ist natürlich für die trotzdem Panzergrenadiere, die kriegen ja trotzdem da ein paar Verluste an, ne? Dieses Damage, was die haben, das hatten die halt vor dem Kampf, weil sie den Schnee bewegt haben. Und das nehme ich halt hin. So viel mache ich von dem Kampf sowieso nicht kaputt. Und das ist ja nicht gesichert jetzt wirklich. Ne? Ich kann ja nochmal da reingehen. Ja, hier das gleiche Spielchen. 17.000 Mann, das ist ein bisschen viel. Ich hätte das gerne ein bisschen kleiner gehabt. Natürlich ist es auch so, je mehr ich da hinstelle, desto mehr müssen die da hinbringen, um dagegen anzukämpfen. In dem Falle haben sie jetzt Panzer gebracht. Ne? Also auch hier, Disrupted 600. Das war auch wieder der Schnee wahrscheinlich, der Sturm. Und dann 200 kaputt, 10% fast. Nehme ich. Das wäre ihre Panzerarmee, die italienische allerdings, glaube ich, auch ein Stück weit. Die haben das gleiche Spiel gemacht, die waren die Verluste ein bisschen geringer. Also diese Gegenoffensiven kosten die, glaube ich, schon so einiges. Das war zumindest immer die Hoffnung. Und da ist wieder super still alles. Okay. Und dann waren Flugzeuge gerade hier, habe ich gesehen, oder? Was war da? Ja, hier unten auch nochmal gegengeschlagen. Knüppel kommen raus. Ganz viele Flaks haben sie da unten stehen. Genau, hier vorne haben sie alles geknipst. Die wollten wir mal genau sehen, wie es da ausschaut.
So, vielleicht wollen sie auch eine Gegenoffensive machen. Mal gucken. Ein paar der Verstärkungen sind angekommen für den neuen Trupp. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo wir hämmern können. Mit der Artillerie. Bisschen weiter nach Süden orientieren. Also das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Der wirkt auch schön schwach. Wenn ich die hier austausche und dann die Artillerie dazu packe. Die Frage, ob die jetzt noch schießen können. Großangriff. Ja! Voronezh haben wir jetzt quasi zurückerobert gleich. Also sehr, sehr schön. War sogar auch die Verlusten völlig akzeptabel für unsere Verhältnisse. Völlig akzeptabel. Also wir haben da richtig drauf gehämmert. 200.000 Mann angegriffen, fast 5.000 Geschütze gefeuert. Da hat es richtig schön gehämmert. Ja, war ein bisschen Damage durch die Bewegungen und so vielleicht. Man sieht jetzt hier auch schon, mein Gegner sieht man es ja nicht, aber sieht auch schon die Moral, die ist schon über 50 weit. Das ist ein wichtiger Schwellenwert in dem Spiel. Das ist wirklich sehr angenehm, dass die auch da besser und besser werden. Ja, ansonsten wieder die gleichen Spielchen hier. Also 2000 Mann von den Deutschen getötet. Das war, glaube ich, eine sehr wichtige Geschichte. Ist die Frage, ob wir jetzt noch irgendwie da reinkommen mit irgendeinem Trupp. Tatsache, es wird sogar mit dem einen gehen, der lebt dann nur nicht lange. Also vielleicht ein frischer Trupp da rein, die Panzerarmee. Die Infanterie kann auch noch da rein, aber ich will die nicht mischen. Man macht das nur sehr ungern mit gemischt. Wenn ich jetzt die Panzer da reinrolle, dann sind die ja noch relativ frisch. Naja, der hämmert es gleich von der Gegnerseite. Wo ist denn der Rest von der vierten Armee? Da oben? Na gut, der hat ja gerade gekämpft. Die Backline muss man vielleicht noch mal ein bisschen besser vorbereiten. Egal, wir versuchen es mal. Das ist ja auch nicht super schwach, was da jetzt steht, ne? Also, das hat ja durchaus auch ein bisschen Kampfkraft. Der Ritter ist halt, der Ritter, ist nach Westen der Fluss. Also nach links. Das heißt, wenn die Panzer über den Fluss angreifen wollen, wird das für die ein bisschen unangenehm wahrscheinlich. Ground is Snow, also das gilt nicht als Stadt. Egal, wir haben es jetzt auf jeden Fall. Die Artillerie wird immer stärker, ne? Weil die hier schon als 3 angezeigt wird und hier als 2. Jede Runde was dazu. Vielleicht ist es ein bisschen die Erfahrung von denen. Munition ist in Ordnung bei denen. Ja, denen geht die Mun langsam aus. Dann schießt sie, glaube ich, weniger. Bin mir ganz sicher, was da die Sonderregeln waren. So, die Panzertruppe näher an die Front. Da knallt es ja gleich. Genau, also wir schieben uns da weiter vor, das scheint ja zu klappen. Und weiter Angriffe hier durchführen. Da ist ein einzelner Panzer. Geht das hier drauf? Das wollen sie nicht. Kann irgendwie nicht mit denen angreifen. Der kann nicht angreifen. Kann nur alleine angreifen. Mit denen zusammen. Okay, aber die eine Infanterie will er nicht mitnehmen. Neun Panzer erwischt. Yes! Nimm, was man kriegen kann. Ist auf der anderen Seite. Wenn da reingeht, wird ein bisschen bluten, weil die halt ganz viele Bewegungspunkte übers Wasser verbrauchen und die alle im Kreis stehen. Also ich bin nicht sicher, ob das der beste Punkt wäre, um überzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich genug zum Grinden jetzt gerade da habe. Sind ja doch langsam hier ein bisschen angeschlagen, die Freunde, ne? Also vielleicht sollte man da jetzt nicht übertreiben. Grind ja, Selbstmord nein? Fragezeichen. Da muss ja doch mal ein frischer Bunch rein und nicht unbedingt Panzer. Die hier haben ganz gute Werte zusammen. Ja, ist zu sehr gemischt. Lass mal doch mit allen zusammen hier Großangriff. Zu viel, es geht leider nicht. Okay. Die gehen auch nicht. Sind zu viele Gruppen oder was?
Der ist nicht. Der kann angreifen. Der auch. Zusammen können sie es nicht. Wahrscheinlich wirklich ein Headquarter zu viel dabei. Ist auch keine gute Idee, sowas zu mischen, ehrlich gesagt. Mal wieder langsam sortieren, das ganze Zeug. Gerne mal da unten ein bisschen Reserve beipacken. Die standen auch, glaube ich, nur wegen dem Depot. Das ist die Artillerie. Okay. Können wir die noch beipacken? Nee. Okay, dann machen wir nur das. Und dann nochmal mit den Panzern hinterher. Die wollen nicht zusammen darüber fahren. Ist wahrscheinlich zu viele Bewegungspunkte, die das kostet, obwohl die alle doch in den 20ern sind. Also eigentlich sollten die alle massiv Bewegungspunkte haben, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, warum die da nicht zusammen angreifen wollen. Egal, wir machen es jetzt nacheinander. Das will er auch nicht machen, ich kann nur einen Hasty Attack machen. Das soll mich über 20 Bewegungspunkte kosten, da anzugreifen. Okay. Dann hämmern wir da mal rein. Also, das überrascht mich gerade mit den Panzern, dass das so viel Bewegung kostet. Also, ist ja nur, klar, das ist übers Wasser, vielleicht auch im Winter, aber sobald es zugefroren ist, rollen wir darüber. Dann ist das halt so, dann kommen die da jetzt nicht da rein, das ist ein bisschen schade. So, hier ist diese Infanteriegruppe, die ich ursprünglich links gemacht habe, ne? Die da langsam runterkrabbelt. Die geht jetzt aufs offene Feld immer noch. Ich lasse sie dann da draußen eine Pause machen, habe ich beschlossen. Kommt da nicht runter. Go, go. Da ist keine Infanterie drin. Also vielleicht ruhen die sich jetzt da draußen mal aus. Die sind, ne? Also die sind ja hier völlig erschöpft und alles und haben keinen Nachschub. Also ich lasse die jetzt hier vielleicht, wo sie auch einen Mann stehen, lasse ich jetzt einfach mal vielleicht 3 Wochen stehen oder so. Gehe vielleicht noch einen Schritt nach vorne. Einfach eine Bedrohungskulisse aufbauen. Ne? Das ist alles, worum es mir hier geht. Mehr soll das ja gar nicht werden. Da muss ja nochmal ein Trupp vielleicht rein. Müsste man dann überschreiben. An die 46. oder was war das da? Das offene Feld, also da lohnt sich vielleicht schon auch die Panzer gleich mal reinzubringen, ne? Die machen da sicher mehr als hier unten. Aber ich habe keine Infanterie, um die auszutauschen. Das ist schon eine ärgerliche Ecke hier. Ich fahre die mal aufs andere Ufer, die Panzer. Und dann können die sich da auch ausruhen. Second Guards ist das. Was noch ein Second Guard da oben? Husch. Weiß nicht, ob ich den jetzt herausziehen will, ehrlich gesagt. Der ist hier vor Ort mit seinen Schieren. Der ist zu groß für den. Der könnte in die 47. Ist aber auch sehr weit weg. Egal, wir machen das in die 47. Jetzt hoffe ich allerdings, das gehört der Brianz, ne? Dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Genau, es passt noch so gerade eben. Ja, da fehlen tatsächlich Truppen, so krass das klingen mag, ne? Und die Fahrzeuge, die fahre ich dann alle hier rüber nächste Woche. Und dann muss ich aber mit Infanterie austauschen. Also das ist halt dieser neue Bunch, ne? Das heißt, ich habe was genau richtig hier mit den Jungs. Die warten noch auf Verstärkungen. Wem kann ich das jetzt geben? Second Shock. Keine Ahnung, wem der da einen Trupp da gehören soll. Ach, das sind die Headquarter, ne? Die müssen wir. Ne, das ist ein Kavallerist sogar. Irgendwie vorne angliedern. Du hast 1000 Haubitzers, okay. Ich hätte den Entwickler übrigens das mit dem Nachschub vom Depot gefragt, da oben, ne? Das da. Wieso da so unendlich viel Nachschub drin ist. Also diese Woche kamen 32.000 Tonnen, letzte Woche 50.000 Tonnen. Ich halte das für viel zu groß, die Zahl, weil die Anleitung sagt ja ausdrücklich, dass die Schiene dadurch nicht besser wird. Also wir haben mit 10.000 Schiene. Haben die halt jetzt hier eben 30.000, 32.000 gebracht. Letzte Woche haben die 5.000 benutzt. Also, ja, keine Ahnung. Also, mir kommt das völlig falsch vor. Hat der Entwickler das auf jeden Fall mal einen Screenshot von geschickt und gefragt, aber der ist wahrscheinlich erst die Tage wieder online. So, jetzt sind wir nochmal zurück hier vorne hin. Also, die zweite Schock-Army.
die Frage, ob man extra Gerät mitnehmen muss. Ich glaube, wir machen es erstmal ohne, weil er eh schon da Probleme gibt mit Nachschub und allem da vorne. Und deren Auftrag, also ich will immer nicht mal sagen, dass das wirklich Kämpfen ist, auch wenn die nebenbei kämpfen. Ja, ist ja ein bisschen Kanonenfutter, der Freund. Wenn, dann kämpft der hier, dem kann ich glaube ich noch was geben. Genau, weiß nicht, ob Panzer jetzt sein müssen. Enorm Winter, von daher mache ich ganz gerne die Skier weiter. Ist glaube ich sehr effektiv jetzt im Winter. So, Second Shock. Ich denke, gar nicht mal schlecht, die Second Shock, ne? Die können richtig viele Truppen nehmen. Okay, dann ran an Speck. Die sollen dann eben hier diese Ecke da ablösen, die Panzer. Und den Kommandeur mitnehmen. Priorität 4, wenn es geht. Ich glaube, den kann ich auch noch einen Second Shock mitgeben. Der hatte ja Kapazitäten. Da machen wir den schön voll. Der braucht zwar eigentlich noch einen Refit, aber ab in den Krieg. Okay, let's go, Freunde. Und dann können wir die Fahrzeuge vielleicht hier vorne gleich aufs offene Feld bringen, dass wir hier ein bisschen operieren können mit denen. Ich glaube nicht, dass wir hier über Wasser besonders effektiv arbeiten. Man hat es ja gerade gesehen, ich kann doch nicht mal da angreifen teilweise oder da oben. Ne? Und da tausche ich die lieber da aus. Dann die Tank AA, das kann alles raus. Wenn wir das Wasser angreifen, dann glaube ich lieber Artillerie nehmen, wenn es geht. Ne? Ja, der hat irgendwas gesagt, der hat die Artillerie aussortiert, weil war nicht gut oder so. Es gibt keine Artillerie. Dredd, was mit der Artillerie passiert? Er hat irgendwas gesagt, dass er die aussortiert hat, aber jetzt gibt es keine Artillerie. Na gut, dann geben wir den hier Panzer und Infanterie. Jeder, der eine Waffe halten kann. Okay. Genau, die Landung muss noch aufladen, da brauche ich nichts machen. Hier vorne, genau, wie ich da vorgehe. Also, wenn ich zu viel bewege, dann kriege ich halt auch direkt auf die Nase, ne? Und daher lieber stückchenweise bewegen, dass sie ein bisschen Kampfkraft behalten, die Freunde. Ja, der zum Beispiel sollte sich jetzt nicht bewegen, denke ich. Der wäre jetzt ja nice, da reinzugehen, aber der geht es nur wieder auf die Nase. Können wir noch Truppen dazu schicken? Einen Kavalleristen, den Infanteristen und den Kavalleristen noch dazu. Dann hat er noch Kampfkraft über, oder? Wenn er da steht. Was sollen wir hier unten schon mal den Anfang? Ist, glaube ich, zu viel. Ich setze mich in die Backline lieber nochmal. Hier vorne können wir auch gleich auch gucken. Also, überall wo zwei stehen, können wir im Prinzip auch nach vorne gehen. Hauptsache, dass die Backline halt gehalten wird weiter, ne? Gehen wir mal an die Front. Da müssen wir wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen umbauen. Einfach mal Präsenz zeigen, ne? Und dann gucken wir gleich mal, welchen Kommandeur ich hinterher schicke. Im Moment ist es wirklich nur Präsenz, da geht es noch nicht wirklich um Kämpfen. So, und ich glaube, das war's dann für diese Woche. Also wir suchen weiter Ecken, Lücken und Stellen, wo wir durch können und bam, 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 die ganze Zeit. Dass die Adlerrede-Runde stärker wird, gefällt mir richtig, richtig gut. Fehlt ein bisschen Geschütz, 6 Geschütze fehlen angeblich. Die Erfahrung der Artillerie, also so ab 50 ist, glaube ich, ein ganz netter Wert. Support hat mehr Erfahrung. So, der Artillerie hier unten ist ein bisschen neuer, ne? Die Haubitze hat sogar nur 26 Erfahrung und 40. Also man merkt schon, dass sie jede Woche Erfahrung sammelt durchs Kämpfen, ne? Die ist ja noch neu und hat noch weniger geschossen als da. Also die sind ja jetzt schon 2 Wochen im Einsatz. Also man merkt schon, dass da die Erfahrung steigt da oben. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wahrscheinlich alles steigt. Okay, das war's für diese Woche, glaube ich. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Ciao, ciao.